Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS 5. Ihr wisst schon, sogar 5 Minuten, in denen ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an! Die Hölle friert zu. Amazon, Apple und Google arbeiten zusammen. Die drei planen mit Zigbee einen neuen, offenen, lizenzfreien Standard für Smart-Home-Produkte. Damit es jetzt, naja, wie immer das Problem ist, so dass man gucken muss, ja gut, der Hersteller, na, das kann ich mit HomeKit von Apple benutzen, aber das kann ich jetzt mit meinem Zeug von Google oder für Amazon benutzen. Und es sind bisher immer Insellösungen. Hier und da gibt es diverse Anbieter, die dann versuchen, verschiedene Produkte verschiedener Hersteller miteinander kommunizieren zu lassen. Aber wäre es nicht schön, es gibt da so einen schönen Comic, wo es dann heißt, ne, wir haben 14 Standards, wir brauchen einen neuen, der alle vereint und dann jetzt haben wir 15 Standards. Die haben jetzt erstmal nur so ein Konsortium gemacht. Und hinter dem Zigbee-Ding stehen ja auch mehrere, ganz wichtig zu nennen anscheinend auch IKEA, die ja auch immer mehr Smart Home planen. Die setzen sich jetzt zusammen, das Ganze dauert. Ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr vielleicht dann, ich rate jetzt, Glaskugel rate ich jetzt einfach mal, 2022 sehen wir dann vielleicht diesen Standard und dann kommen dann die ersten Produkte. Es wäre natürlich so einfach, wenn ich mir keine Gedanken machen müsste. Ich kaufe irgendwas und egal wann und wenn ich irgendwann mal mein Smartphone vom einen zum anderen Anbieter oder Plattform oder was auch immer wechsel, dass ich das problemlos austauschen könnte. Oder ich habe zum Beispiel Smart-Home-Teile vom einen Anbieter und kann die mit Smart-Home-Teilen vom nächsten einfach ergänzen. Das wäre natürlich auch noch was. So, jetzt haben wir jetzt natürlich die drei plus Zigbee und wer da alles noch drin steckt. Auf der einen Seite, die das bekannt gegeben haben und ein Tag oder zwei Tage später kam jetzt, wie heißen sie, Z-Wave, die anderen, die jetzt auch gesagt haben, hey, wir öffnen uns jetzt auch, unsere Chips sollen jetzt auch andere herstellen. Das Interessante ist, das Unternehmen, das aber Z-Wave gekauft hat, die sitzen aber auch im Zigbee-Konsortium mit drin. Also da bin ich mal gespannt. Aber wenn ich jetzt mal auf einen irgendwas tippen müsste, würde für die Zukunft, dann ganz klar hier Zigbee und Co. Panik! DHL erhöht die Päckchen- und Paketpreise. Wer also noch was verschicken muss, so wie ein Faultier, das noch etliche Faulenzkalenderpakete hier rumfliegen hat, der sollte das gefälligst dieses Jahr noch machen, beziehungsweise dieses Jahr noch frankieren. Ab Anfang nächsten Jahres startet das, also erhöhen sich die Preise bei den Päckchen irgendwie so 10 Cent. Ich gehe jetzt bei mir immer so von den Online-Preisen aus. Die sind ja in der Regel bisher immer günstiger gewesen als die Filialpreise. Und ganz speziell bei mir immer so Pakete, weil man da die Versicherung und vor allem auch die Sendungsverfolgung hat, für 2 und für 5 Kilo. Die werden, glaube ich, beide jeweils 1 Euro teurer und auch die Pakete bis 10 und bis 31,5 Kilo. Wahnsinn, wie ich diese Gewichte auswendig kenne. Das wird alles teuer. Also, wer noch was verschicken will und das mit DHL machen möchte, denkt dran, kauft dieses Jahr noch die Marken dazu. Es ist eindeutig nicht Boeings Jahr. Nach den Problemen beim Flugzeugbau gibt es jetzt noch einen leichten Rückschlag bei der Raumfahrt. Deren Starliner-Kapsel hat es leider nicht in die geplante höhere Umlaufbahn geschafft. Aufgrund eines Softwarefehlers ist sie nicht hoch genug gekommen. Von dort konnte sie dann nicht, wie geplant, mit der ISS ein Rendezvous durchführen und ist aber inzwischen wieder heil auf die Erde zurückgekommen. Jetzt untersuchen die das und naja, die werden beim nächsten Mal wieder einen Test machen. Das Interessante bei diesen Tests ist ja auch nur sehr weit fortgeschritten. Das sind jetzt sozusagen die letzten Tests, genau wie bei SpaceX, die durchführen müssen, bis sie ihre Freigabe für die ersten Tests mit richtigen, also bemannte Raumfahrt, mit richtigen Menschen, die sich da reintrauen, kriegen. Und das Ganze hat ja den Hintergrund, die NASA hat ja keine eigenen Möglichkeiten mehr, um Menschen ins All zu katapultieren, seit dem Ende des Space Shuttle Programms und kaufen sich ja die ganze Zeit bei den Russen ein und haben jetzt, naja, haben ja ein Programm aufgelegt, für das sich auch SpaceX bewirbt, für das sich Boeing bewirbt, ne, um halt eine eigene Raumfahrt sozusagen an die Privatwirtschaft outzusourcen. Ja, kann man ja so und so sehen, aber in Zukunft soll ja die NASA dann auch wieder selbstständig was machen. Aber das, ich freue mich ja einfach. Ich würde mir ja wünschen, dass es zu meinen Lebzeiten, dass wir wirklich noch den ersten Menschen auf dem Mars sehen. Es gibt ein neues EuGH-Urteil, diesmal zum Thema gebrauchte E-Books. Die dürfen nicht ohne Zustimmung des Verlags weiterverkauft werden. Hintergrund ist, dass es wohl in Holland eine Plattform gab oder gibt, die es ermöglicht, gebrauchte E-Books weiterzuverkaufen. Der Verkäufer muss dann aber zusichern, dass er seine Kopie des E-Books löscht. So, die haben sich hochgeklagt, jetzt hat der EuGH gesagt, nee, das ist ohne Zustimmung des jeweiligen Verlages nicht
erlaubt, denn, naja, man kann ja nicht hundertprozentig sicherstellen, dass der Verkäufer dann auch wirklich seine Kopie löscht. Bedeutet, der jeweilige Verlag muss dem zustimmen. Ich glaube nicht, dass wir demnächst da großartig Bewegung sehen. Kommen wir noch zu einigen Smartphone-Meldungen und Gerüchteküchen-Meldungen. Xiaomi hat bestätigt, dass wir das Mi 10 Anfang nächsten Jahres sehen werden. Welche Überraschung. Bei Huawei sind erste angebliche Bilder zum P40 geleakt. Das soll ja auch Anfang des, oder naja, sagen wir mal, erste Hälfte locker, wahrscheinlich Q1. März, April, also ich denke mal, da ist alles möglich, von Februar bis April, dass wir da die P40-Reihe sehen. Und da sieht man jetzt auf diesen angeblichen Bildern, naja, jede Menge Kameras. Und mein persönlicher Tipp ist ja der Doppelt-Gelb-Sensor in der Hauptkamera, der dann aber viel Platz brauchen wird. Mal gucken. Und dann Meldung Nummer 3. Es liegt ja jede Menge zu Samsung derzeit. Die haben ja schon A51, A71 in Vietnam vorgestellt und reden hier aber gar nicht über diese Geräte, obwohl Samsung Vietnam die vorgestellt hat. Und jetzt tauchen immer mehr Bilder zu etwaigen Lite-Geräten auf. Es gibt ja schon Gerüchte über ein S10 Lite, ein Note 10 Lite. Und ja, was soll man sagen? Da stehen schon komplette Datenblätter im Netz. Und noch eine kleine Meldung von Sony. Die haben jetzt ganz überraschenderweise angekündigt, es gibt einen kleinen Adapter für die PS4-Controller, die es ermöglichen, hinten nochmal so kleine Pedals drauf zu machen. Kennt man ein bisschen von dem Xbox Elite-Controller. Ich glaube, es gibt halt linker Pedal, rechter Pedal. Drei verschiedene Profile und dann kann ich da, ich glaube, die 16 Tasten da auch nochmal hinterlegen. Und das Ganze gibt es dann Anfang nächsten Jahres, kostet, ich glaube, US-Dollar-Preise gibt es erstmal nur 30 US-Dollar. Bin ich mal gespannt. Wäre natürlich eine nette Erweiterung, wenn man denn da hinten auch nochmal was zum Tippen bräuchte. Kommen wir noch zur Unterhaltung der Woche. Und nein, es ist jetzt nicht Star Wars Episode 9. Irgendwann ist ja mal gut. Ich fand den Film wirklich, wirklich gut. Nein, ihr braucht nicht bis zum Ende sitzen zu bleiben. Ja, ihr solltet die anderen Filme gesehen haben. Und wer Star Wars Rebels gesehen hat, eine von den Zeichentrickserien, der kriegt noch mal ein bisschen mehr Infos oder ist besser auf die einige Szenen im Film vorbereitet. So, aber trotzdem, super duper. Was ist aber meine Anguckempfehlung der Woche, ohne dass ich es gesehen habe? Natürlich The Witcher auf Netflix. Das ist jetzt endlich live gegangen. Superman spielt die Hauptrolle und bisher höre ich da echt nur Positives, auch wie es gemacht wird, auch von den Leuten, die die Spiele gesuchtelt haben. Ich werde es mir bestimmt auch, ist auch eine von den Sachen, die ich mir über die Weihnachtstage bestimmt geben werde. Aber ich bin, nach dem, was ich gehört habe, einfach so vom Gefühl, das wird bestimmt ganz gut. Ihr seht es die ganze Zeit schon, altes oder neues QWERTY gibt es nicht. Das Faultier kommt gerade von der 4. Advent-Familiennummer. Sieht man ein bisschen seriöser aus. Ich habe aber hier noch gerade einfach noch das Kaffee-Fry-Ding von letzter Woche da. Und damit sind wir auch schon durch. Das war es mit Faultiers 5, Folge 423. Das soll es gewesen sein. Euch allen schönen Start in die Woche, noch einen guten, fröhlichen, restlichen 4. Advent und übermorgen ist dann Heiligabend, dann Weihnachten. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, frohes Fest, egal ob allein, ob mit der Familie, habt Spaß, erholt euch, helft der Verwandtschaft mit ihren Technikproblemen, habt Geduld und wie jedes Jahr sage ich das, habt wirklich Geduld. Alles, was ihr den Nasenbären jetzt vernünftig erklärt, jetzt vielleicht nochmal 5 Minuten extra investiert, die selber die einzelnen Schritte machen, egal ob sie was googeln sollen, egal ob sie Apps installieren sollen, egal ob sie Apps verschieben sollen, Ordner machen, die Apps wieder aus dem Ordner ziehen, alles, was man da heutzutage macht oder ihre E-Books runterladen oder was auch immer, erklärt das vernünftig. Lasst es sie selber machen, lasst es sie nochmal machen und am liebsten lasst es sie dann nochmal machen, dass sie es wirklich lernen und begreifen. Aus dem einfachen Grund, eure Verwandten, Bekannten haben dann selber viel mehr Spaß mit dem ganzen Zeug und alles, was ihr jetzt an Zeit sozusagen in zusätzlichen Unterricht da investiert, das ist doppelt, dreifach, 25 Mal gespart in Zukunft, weil sie halt nicht mit Fragen zu euch kommen, weil ihr die Sachen richtig oder vernünftig erklärt habt, weil sie sich selbstsicherer damit fühlen, weil sie dann vielleicht mehr Bock auf die Geräte haben, sich selber damit beschäftigen. Das so als letzter Weihnachtstipp. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Übrigens, ja, nach dem Problem im... es ist eindeutig nicht Boeings Jahr, nach den